So, ja, guck jetzt einfach mal die Jahreszeiten durch. Können wir jetzt hier was manipulieren? Oh, das ist ein Metronom, damit kenne ich mich aus. Das ist blau. Okay, das Blaue dürfen wir nicht hochdrehen. Geht noch schneller? Nee. Ach so, das sind immer die Farben. Okay, wir müssen Orange drin lassen, weil das wäre das langsamste, Mittel und ja. Schuhe, meine. Ich hab die Schuhe, ich bin so klug. Bringen wir sie dem Zauberer. Ach ja, wir können durch die Vordertür raus. Ha, wir sind ja geladene Gäste. Ha. Wir haben gerade den Tänzer, glaube ich, verrückt gemacht. Wir sind keine Mörderin. Wir sind ein guter Geist. So, wir haben deine Schuhe. Ba, 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 ba. Ich habe die Schuhe, ich habe sie. Sie sind sehr hübsch. Schauen Sie. Wow, du hast es geschafft. Du hast wirklich eine tolle Maschine in deinem Kopf. Danke. Jetzt noch das Letzte, damit ich nach Hause kann. Das Letzte. Luft. Ich erkenne diese Feder. Sie gehört Palantras. Ja, ich sah ihn sehr verletzt. Ihm wird es gut gehen. Er hat das pinke Wasser. Das kann alles heilen. Ja, das stimmt. Naja, was tun wir mit der Feder? Geh zur alten mechanischen Valokas-Puppe. Dort ist mein Zauberstab. Ich muss meine Hasenwissenschaft beenden. Ich glaube, ich habe die Antwort. Oh, okay. Ich bringe Ihren Zauberstab zurück. Dann wollen wir mal. Ach, jetzt hast du den Zauberstab. Ach, gut zu wissen. Mal sehen, ob wir den bis zu uns bekommen. War da die Kida, die da? Kidafra. Oh Mann. Können wir den jetzt irgendwie weitergeben? Sorry. Kann der, er den irgendwie mal fallen? Alter, Mr. Midnight. Nö. Ach so, muss ich jetzt ernsthaft genau treffen? Okay, das ist der Letzte, der uns dann den Zauberstab bringt. Das ist der, der den nach oben bringt. So, war richtig. Ich sehe den Zauberstab. Mal sehen, wie das funktioniert. Wer hatte ihn doch quasi in der Hand? Der würde ihn dann von unten hochnehmen. Der würde ihn von oben zu uns bringen. Nimm den Stab. Hat funktioniert. Machen wir Gedanken? Oh Gott. Warte, ist der Letzte? Der ist es.
Das war die letzte Aufgabe. Jetzt kann ich endlich nach Hause. Oh Gott. Bitte sag ja, dass wir nach Hause können. Bitte. 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 Herr Zauberer, wir haben einen Stock für dich. Hier ist der Zauberstab, Herr Zauberer. Oh, großartig, prächtig. Du hast es geschafft. Wirklich? Aber wo sind die Steine? Kann ich sie ausleihen? Ich kann dir die Steine nicht ausleihen. Diese Steine sind sehr, sehr besonders. Was ich tun kann, ist, die Steine auf den Schlössern der Tür zu platzieren. Aber du bist die Einzige, die den Schlüssel drehen und die Tür wirklich öffnen kann. Oh. Ich verstehe. Der König hat mir gesagt, er würde mir zeigen, wo die Tür ist. Ah, dann sollten wir gehen und mit ihm sprechen. Findest du nicht? Hm, warte, ich befürchte, du kannst nicht nach Hause, wenn du wie ein Baum aussiehst. Fast vergessen, ja. Sie haben recht. Können Sie mir meinen menschlichen Körper wiedergeben? Ja, kann ich. Das ist aufregend. Ich habe das seit Hunderten von Jahren nicht mehr getan. Machen wir einen Menschen? Ja. Gib mir deine Klamotten, ich muss daran riechen. Hier, meine Klamotten. Lass mich riechen. Das könnte klappen. Wir machen einen Menschen. Oh, das ist so aufregend. Gut. Jetzt geh in die Mitte des Sterns von Iter, ist da. Und denk an deinen Körper, deinen Kopf, dein Bein und das andere Bein. Und deinen Arm, beide Arme. Jetzt konzentriere dich. Zufällig ausgewählte Elemente, findet euren Pfad zur wahren Essenz. Werde Friend der Mensch, jetzt! Puh. Geht es dir gut? Was ist geschehen? Ist das geschafft? Oh, wow, danke, vielen Dank. Sie sind wirklich ein großer Zauberer. Ja, das ist mein Name. Großer Zauberer, wegen der Größe. Ich glaube, wir müssen jetzt zum König gehen, damit er mir die Tür zeigen kann. Ja, ich werde dort sein. Ich muss etwas zu Ende bringen. Ich werde da sein. Geh jetzt. Er muss seinen Hasenzaubertrick noch machen. Oh Mann, ein alter Mann, der an welche eines jungen Mädchen riecht. Alles klar. So habe ich das Ganze noch gar nicht gesehen. Machen wir den schönen Frühling rein. Ich weiß nicht, ob wir das Buch jetzt wirklich schon lesen sollten. Von Leon. Das erinnert mich an ein anderes Spiel. Alles ist in Ordnung. Es ist einfach himmlisch. Was bist du? Lass mich da mitten in Ruhe. Spielt dir dein Kopf wieder Streiche? Kannst du dich nicht im Spiegel sehen? Ich bin nicht du. Bin ich nicht. Lass mich da Midnight gehen. Jetzt! Wir töten die Verräter. Denn das ist er, Fran. Siehst du es nicht? Mein Kätzchen ist kein Verräter. Er hat versprochen, bei mir zu sein. Versprochen. So wie Mami und Papi. Sie haben versprochen, auf dich aufzupassen. Wach auf, Fran. Du bist umgeben von Verrätern. Lass mich in Ruhe. Lass meinen Freund in Ruhe. Ich bin alles, was du hast, Fran. Ich bin der, der immer an deiner Seite ist. Also werden wir diesen Verräter los, ja? Was meinst du?
Lass uns glücklich sein. Lass uns zusammen so unglaublich glücklich sein. Geh weg! Geh weg! Ich war es nicht! Fran, was ist los? Warum weinst du? Ich bin verrückt. Total verrückt. Die Ärzte hatten recht. Aber du bist nicht verrückt. Es tut mir sehr leid, dass du so denkst. Du solltest jetzt glücklich sein. Du hast die Steine gefunden und bist wieder menschlich. Das ist in der Tat sehr toll. Mein Schatz, lass mich deine Tränen trocknen. Ich will dir nicht wehtun, mein Schatz. Ich habe das Gefühl, ich tue es. Ganz sicher. Das wirst du nicht. Das weißt du, weil du mich liebst. Ja, Kätzchen. Ich liebe dich sehr. Fran, erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe? Wenn du liebst, lebst du. Und das ist alles, was zählt. Du wirst immer die Kraft finden, die Monster in dir zu bekämpfen. Lass uns jetzt gehen und das Tor öffnen, damit du nach Hause kannst. Ja, ja. Tun wir das. Hier wären wir. Ja, aber wo ist die Tür? Oh, natürlich. Du musst sie sichtbar machen. Aber bist du sicher, dass du zurück willst? Ich bin mir sicher. Okay, los geht's. Der Mensch muss gehen, öffne die Tür in ihrer Realität. Lass den Menschen nach Hause gehen. Oh wow, wir gehen nach Hause, Kätzchen. Hoho, Tja, der König, einen guten Tag. Ich habe die Steine mitgebracht, damit diese liebliche Person nach Hause kann. Danke, ich bin sehr nervös. Es wird komisch sein, so weit weg von euch. Dann geh nicht. Ich kann dir einen Ort machen, wo du bleiben kannst. Einen magischen Ort. Zauberer, sie muss gehen. Ich habe eine Nachricht einer der Valokas erhalten. Und sie ist nicht bereit. Oh, verstehe. Wovon redet ihr? Bereit für was? Komm schon, Zauberer, platziere die Steine. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Aber bereit für was? Du weißt, was die Valoka gesagt haben, darüber der Wahrheit entgegenzutreten. Ah ja, ich glaube, ich erinnere mich. Nun, sollte ich? Ja, machen! Sieh weiter, Herr Zauberer. Magische Steine erschafft das Schloss, das nur der Mensch aufschließen kann. Nun, jetzt ist es Zeit, dass Fran der Schlüssel ist. Du bist die Einzige, die dies nun öffnen kann. Oh wow, okay, schauen wir mal. Sieht aus wie ein Stern. Okay. Könnte man sich bitte nicht immer gegenseitig zurücksetzen? Ist er den komplett zurück? Wenn ich den auf dem Mitte hab? Oh. Okay, der setzt den zurück. Der setzt den zurück. Der dürfte keinen von den beiden zurücksetzen. Ja, aber. Die setzen sich alle gegenseitig zurück. Das ist doch doof. Die setzt sich halt immer komplett zurück. Krieg eins hin, das war's.
Hey, ich habe eine Linie. Ist das nicht toll? Oh Mann. Das ist, Scheiß Husten. hat keiner gehört. Das ist doof, ne? Die heben sich aber alle gegenseitig auf, das ist doch kacke. Wenn ich das mache, das verloren und wenn ich das mache, das. Die setzen sich doch alle zurück. Ich verstehe das nicht. Mann. Müssen wir dazu vielleicht die Jahreszeit ändern? Könnte doch sein, oder? Oder nicht? Oh Mann. Und du bist erstmal einmal froh, ein Rätsel gelöst zu haben. Und dann geht es wieder von vorne los. Oh. Ist das doof? Ich sagen, dass ich solche Rätsel hasse. Merkt man das? Willst du ein bisschen? Sind also die 5 Steine. Aber ich krieg nur die Strecke zusammen. Das hört. Dann war es das. Auf. Setz ich das zurück. Warte. Es ist so einfach? Oh Gott. Bin ich dumm. Na gut, wir schreiben es gerade 21:37 Uhr und ich bin ziemlich durch. Also von daher passt. Ich rieche Sieg. Schon wieder. Du hast es geschafft, Fran. Du kannst jetzt nach Hause gehen. Ich bin so aufgeregt. Ich wünschte, ich könnte euch etwas dalassen, damit ihr euch an mich erinnert. Wir werden dich nie vergessen. Du bist ein besonderes Wesen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Palondras gab mir dies für dich. Die Büchse der Pandora. Boah. Danke. Sagt Palondras, dass ich wünsche, ihm mit seinen Wunden helfen zu können. Ich habe mein Pflaster einem Mädchen in der Anstalt gegeben, aber egal. Ich werde es ihm sagen. Und keine Sorge, Palondras geht es schon besser. Oho, bevor du gehst, musst du noch etwas wissen. Bevor du in deiner Welt zurückkehrst, wirst du durch die geheimen Wälder gehen. Die Wälder sind eine Art unsichtbare Passage zwischen unseren Welten. Und du könntest schreckliche Kreaturen begegnen, die dich fressen wollen. Aber renn einfach, sie sind echt langsam. Und das sagen sie mir jetzt? Ach, das klingt sehr gruselig. Keine Sorge, das schaffst du schon. Ich hoffe es. Naja, sag auf Wiedersehen, Mr. Midnight. Gehen wir. Auf Wiedersehen. Ich hatte eine tolle Zeit. Ich mag euch sehr gern. Auf Wiedersehen. Oh, kommen wir im Minispiel. Muss ich irgendwas drücken? Ach, das ist Springen. Wie geil! Scheiße. Oh Mann. Das kann man auch überspringen, das ist ja doof. Das sieht ein bisschen aus wie eine alte Waldschrathexe. Hä?
Oh, das ist immer eine Pixelreihe zu viel. Warten. Nein, schon wieder zu früh. Ah, ich scheitere schon da. Oh Mann. Hui. 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 Gott. Hui. Yay. Party. Tadam. Scheiße. Hast du diese Löcher, ey. Löcher ist übrigens ein nettes Buch. Ist ein cooles Buch. Das Hörbuch hat mir persönlich selber gefallen, weil ich damals die Leseratte war, aber jetzt würde ich es selber lesen. Oder den Film gucken. Der Film war auch nicht schlecht. Komm, Aggression hoch. Mach gleich mit hier. Hui. Oh Mann, ich bin einfach so durch. Oh Gott. Ein Baumstumpf. Nein! Gott, war das knapp. Hui, das war knapp. Wann ist vorbei? Wann ist die Waldschreithexe tot? Erinnert mich ein bisschen an Hexe Baba Yaga. Ich weiß nicht warum. Ist einfach so. Hui. Gott, war Mitleid, dass ich da nicht runtergefallen bin. Eine Tür! Geil. A Troll One, das ist eine geile Errungenschaft. Kapitel 4, Teil 1. Mein unsichtbarer Freund.